hatte nur diesen komischen Adler-Web da dran, der diese langweiligen Videos auf YouTube macht. You are now unmuted. Mir ist schon klar, dass du nicht gemutet bist. You are currently the only person in this conference. Tja, sowas ist natürlich doof, wenn man irgendwie in der Videokonferenz ist, mit Kollegen spricht und dummerweise das Mikrofon nicht gemutet ist. Und da möchte ich heute dann mal was für bauen. Irgendeine kleine Schaltung, eine kleine Bastelei, die dafür sorgt, dass das Mikrofon möglichst nicht an ist, wenn man dann doch mal mit irgendwem anders reden möchte, was nicht in die Videokonferenz rein soll. So, ganz am Anfang müssen wir aber mal über die einzelnen Arten von Headsets oder Mikrofonen reden. Ich werde mich jetzt auf Headsets beschränken, weil das ist das, was man bei einer Videokonferenz haben möchte. Alles andere ist meh. Und heutzutage finden wir da eigentlich zwei hauptsächliche Arten. Das eine sind analoge, das heißt, man hat irgendein Headset und am Ende sind einfach zwei Klinkenbuchsen, meistens eine so einem rosa, die andere ja, hier schwarz, normalerweise grün. Das heißt, wir haben einen separaten Stecker für Mikrofon, einen separaten für den Ohrhörer, den Kopfhörer selber. Das ist die analoge Variante. Die zu unterbrechen, da gibt es dann eine relativ einfache Methode. Wir sorgen einfach dafür, dass hier dieses Kabel fürs Mikrofon aufgetrennt wird. Dann ist das Mikrofon halt aus. Das klappt aber nur bei denen hier. Heutzutage findet man eher was anderes, nämlich diverse Headsets, die im Prinzip auch ein Mikrofon und Ohrhörer sind. Aber an der anderen Seite haben sie keinen Breakout auf diese Klinkenbuchsen, sondern USB. Das heißt also, hier steckt ein Chip mit drin, der entsprechend die Audiosignale direkt aufbereitet, digitalisiert bzw. von digital in analog umwandelt und per USB dann als virtuelle Soundkarte oder physikalische Soundkarte dann in dem Fall an den PC weitergibt. Ist eine praktische Sache, hat für uns aber den Nachteil, ja, in Hardware wird das schwer, denn USB auftrennen, dann wäre auch unser Ton weg und die ganze Sync mit dem PC etc. etc. Um das zu lösen, gibt es dann zwei Arten, wie man das weitermachen kann. Das erste wäre, wir lösen das Ganze in Software. Das hat den charmanten Vorteil, dass das sowohl bei USB als auch bei klassischen funktioniert. Aber auch einen großen Nachteil, es funktioniert praktisch gesehen wahrscheinlich eher nur unter Linux zuverlässig. Unter Windows kann man es so machen, dass es für spezielle Software läuft. Ein allgemeines fürs System ist aber sehr fehleranfällig. Da sind diese Sound-APIs ein bisschen wackelig auf den Beinen. Von daher werde ich das für Windows auf jeden Fall nicht gucken. Unter Linux geht es relativ einfach. PAVU Control mit Pulse Audio zum Beispiel. Kann man Befehle hinschicken. Hier mute mal, hier unmute mal. Thema gegessen. Was es aber noch gibt, das ist bei hier denen hat man sehr häufig irgendeine Art von Mute-Button dabei. Hier zum Beispiel ist so eine kleine Fernbedienung. Da kann man dann irgendwie lauter, leiser mute für den Ohrhörer und auch mute fürs entsprechende Kopfhörerteil hier. Das heißt, das können wir auch einfach benutzen. Einfach Stern, man muss ein bisschen aufpassen. Das hat nämlich ein kleines Problem. Häufig sind die auch Software-enabled Gedönses. Das heißt, wenn man hier drückt, kann es passieren, dass der PC dann irgendwie der Videokonferenz-Software Bescheid sagt, hier ist gemutet. Und wenn man dann in der Videokonferenz-Software Sachen hin und her klickt, wird es plötzlich wieder unmuted. Ist ein bisschen nervig, aber müssen wir halt mit leben. Das hier ist auch der Weg, den ich jetzt gehen werde. Das heißt, ich werde hier in dieses Ding reinmachen. Eventuell ein bisschen was an Software für Linux, aber prinzipiell werde ich mich jetzt hier drauf beschränken. Gut, jetzt wissen wir schon mal, Headset können wir irgendwie wahrscheinlich muten, unmuten, wahrscheinlich irgendwie mit einem Schalter, mit einem Mikrocontroller. Schalter, wie bedienen wir das Ganze denn? Ich will ja weg von irgendwie Maus und Klicken und blafu, das heißt, es muss irgendetwas sein, was sich relativ einfach drücken lässt. Eine Möglichkeit, das wäre hier so ein Fußpedal, das heißt, das steht dann irgendwie auf dem Boden und man könnte dann zum Beispiel sagen, okay, wenn gedrückt wird, spreche ich, wenn ich loslasse, wird wieder gemutet oder so, dass man einmal drücken zum Sprechen und beim nächsten Mal wird es wieder gemutet macht. Das wäre eine Methode, ich bevorzuge dann aber irgendwas, was nicht an meinem Fuß ist, denn jetzt noch die Füße während einer Videokonferenz zu bewegen, ne, nichts für mich, also wir brauchen irgendeinen Knopf zum Drücken, möglichst groß, gehen wir doch mal gucken. Und irgendwo in der Bastelkiste habe ich das Ding hier gefunden. Das ist normalerweise ein Buzzer für Spiele, aber wenn man den auf den Schreibtisch macht, kann man damit wunderschön Mute und Unmute machen. Braucht natürlich dann auch irgendwie eine sinnvolle Anzeige. Eine Möglichkeit wäre hier zu benutzen, da ist glaube ich eine LED drin. Aber hey, ich glaube die hier eignen sich wunderschön dafür. Das heißt also, ich gucke mal, ob ich hier die LEDs mit dem verbunden bekomme, um mir da einen etwas größeren Mute-Button zu machen.
Gut, stellen wir das hier mal auf Seite, das ist schon mal gut. Wie sieht es hier beim Headset aus? Geht das auch irgendwie auf? Oder brauchen wir einen Hammer? Hier bei dem Headset habe ich da keine allzu großen Hemmungen. Das hat hier RGB und blinkt und man kann es nicht abschalten und das Mikrofon ist ja in einer Qualität, wo es nicht wirklich was ausmacht, ob es da ist oder ob es jetzt nicht vorhanden wäre. Das ist einfach unbenutzbar, dieses Ding hier. Deswegen werden die aktuell aussortiert. Ich denke, da hat niemand irgendwie Mitleid, wenn ich das jetzt hier zerstöre, denn die Alternative ist die Mülltonne. Die Dinger lohnen sich nicht irgendwo einzusetzen. Ich suche mir aber, denke ich mal, einen Spudger und dann gucken wir mal, ob wir das aufkriegen. Ja, nicht viel drin hier. Wir haben den Mute-Button, der geht gegen Ground. Ist dasselbe Ground wie das, wo wir dran gehen. Von daher kann man das einfach mit einem Transistor oder ja, theoretisch könnte man es auch mit einem Optokoppler schalten, wenn man es anders haben will. Eventuell greife ich mir auch noch die rote LED ab, weil das ist die, die Mute anzeigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Die zeigt Mikrofon-Mute, einfach so als Feedback. Und ja. Ansonsten Mikrocontroller. Ich werde wahrscheinlich dann doch den ESP8266 nutzen. Irgendwas in die Richtung hier. Der USB, der hier drauf ist, läuft zwar über einen Seriell-Konverter, aber die Bandbreite sollte mehr als ausreichend sein, um Mute und Unmute zu senden. Und mit WLAN drin. Ja, ich plane noch irgendwie mal hier solche Ampeln in WLAN-Ausführung zu basteln. Es kommt aber in einem deutlich späteren Video. Fürs Erste kommt die hier erstmal dran. Aber wenn ich die mal auf WLAN umrüsten sollte, dann kann ich das später dann nochmal separat betreiben, sodass ich nicht jetzt ein Kabel zwischen der Box und der Ampel haben muss. Aber im ersten Schritt machen wir das. Das heißt natürlich auch, wir brauchen für hier das Ding 12 Volt für die Ampel. Die haben wir hier ja noch nicht. Wir haben ja nur USB. Deswegen einfach gerade ein 0815 Step-Up-Konverter. Für ein paar LEDs sollten die definitiv reichen. Joa, ansonsten... Ich werde, wie gesagt, hier mal gucken, irgendwie mit dem Transistor das einfach zu schalten. Man kann stattdessen auch hier ein Relais-Modul einbauen. Das könnte man dann auch hier dazwischen schalten. Entweder, um den Schalter zu überbrücken oder um mit entsprechend hier ein paar Buchsen, Klinkenbuchsen, um entsprechend hier das Ding aufzutrennen und wieder zuzumachen. Das heißt, die wären dann ein bisschen universeller. Gut. Ja, das Ganze jetzt nur noch zusammenbauen, hier in die Kiste rein und dann ist alles fein, ne? Wenn wir uns hier mal den Aufbau angucken, der ist ein bisschen größer jetzt geworden, aber hey, funktioniert noch. Wir haben einmal hier unser NodeMCU, also einen ESP8266 Board. Der bekommt per USB Strom und Daten. Strom, die 5 Volt, die vom USB kommen, gehen direkt einmal weiter auf einen Step-Up. Der macht aus den 5 Volt die 12 Volt für die Ampel. Ich hätte es auch umbauen können, aber ich lasse hier so erstmal auf 12 Volt. Der positive 12 Volt geht dann in die Ampel rein und die beiden anderen schalten wir dann später. Als nächstes haben wir den Buzzer, unseren Gameshow-Buzzer, den wir eben gesehen haben. Der hat einen Schalter drin, entsprechend einfach ein Ground dran und das andere geht hier auf einen GPIO, in dem Fall hier D4, weil war gerade frei. So, ebenfalls direkt drauf geht die Mute-LED vom Headset. Das heißt also, wenn im Headset eine Lampe leuchtet, wenn gemutet ist, die habe ich intern ein Kabel einfach dran gelötet, noch einen Widerstand dabei, dass wir das ein bisschen getrennt haben. Und das geht hier bei mir direkt in D1 rein. Ich habe mal nachgeguckt, bei dem Headset, was ich hier habe, läuft das Ganze mit 3,3 Volt Pegeln. Hatte jetzt mehrere Headsets, fast alle haben 3,3 Volt, eins hatte 1,8 Volt. Alles im OK-Bereich, das heißt, die können wir jeweils direkt dranhängen, in dem Fall hier an D1. Und damit weiß dann unser ESP jederzeit, ist gerade gemutet oder nicht. So, die anderen drei Pins, die wir hier noch haben, das ist 7, 6 und 0. Die gehen jeweils auf ein N-Channel MOSFET. Haben noch einen Widerstand davor, dass entsprechend da ein bisschen Schutz ist, haben einen Pull-Down-Widerstand, dass wenn der ESP gerade nicht ansteuert, das Ding definiert ist. Aber im Prinzip ist das einfach nur die beiden, drei Linien hier sorgen dafür, dass entsprechend die Ausgänge hier gegen Ground gezogen werden. Das heißt, wir können irgendwas gegen Minus schalten. Das erste, was wir gegen Minus schalten können, das sind hier hinten die beiden, die rote und die grüne LED von der Ampel, die können wir jeweils hier steuern, und zwar von unseren Pins hier.
Was den schönen Vorteil hat, dass wir ja zum einen natürlich beide leuchten lassen können. Wir können aber auch beliebig blinken, faden lassen. Das geht alles entsprechend vom Mikrocontroller. Haben da also freie Auswahl. Und der letzte, der nimmt sich den Mute-Button hier von unserem Headset und zieht den gegen Ground. Ich habe nachgeguckt, auch der Original-Button in fast allen Headsets zieht direkt gegen Ground runter. Das heißt also auch da sind wir wahrscheinlich relativ gut dabei, dass das recht universell ist. Wie gesagt, das hier ist jetzt, um in die Headset-Elektronik einzugreifen. Wenn man das anders machen möchte, man könnte sagen, okay, wir lassen die Mute-LED weg und hier hinten dran, hinter diesem Transistor oder MOSFET, hängen wir uns noch ein Relais und mit diesem Relais könnten wir dann entsprechend irgendwie eine Audioleitung, die wir durchschleifen, auftrennen und wieder zusammen machen und so das Ganze dann analog steuern. Oder natürlich, man lässt komplett das Headset weg und diese Linien und verlässt sich einfach auf USB und macht das Ganze in Software, ist auch eine Option. Ich habe das Ganze hier mal aufgebaut und das, was hier so halbwegs schematisch sinnvoll aussieht, sieht auf meinem Tisch dann hier so aus. Es ist jetzt vielleicht nicht das Schönste. Wir haben hier unseren ESP mit den ganzen Kabeln dran. Hier in dem Fall seriell Konverter noch mit dabei, weil irgendwie ist der ESP des USB kaputt auf dem Ding, ne? Demnächst kommt dann wohl ein Video dazu. Außerdem hier einen MT3608, das ist unser Step-Up, der die 12 Volt rausmacht. Und das Board, was wir daneben haben, das war eigentlich irgendwie so ein Prototyp-Board von mir, aber hat drei Transistorpositionen und ich brauche drei Transistoren, also habe ich mir das einfach so als Board geholt, um entsprechend diese kleinen SMD-Transistoren ja, irgendwo festzulöten und dann vernünftige Kabelanschlüsse zu haben. Also auch eine schöne Möglichkeit, so Boards, die man eigentlich jetzt keine Verwendung für hat, nochmal zu recyceln, wenn man an den richtigen Stellen sich Testpunkte oder in jedem Fall halt komplette Anschlüsse gebaut hat. Jetzt muss das Ganze nur noch in der Praxis klappen. Und dann haben wir das Ganze auch fertig und wie wir sehen, es funktioniert. Ich habe jetzt hier meinen Buzzer, mit dem ich das Mikrofon offensichtlich an- und ausschalten kann. Der Code ist ein bisschen chaotisch, das war jetzt einfach auf die Schnelle hingemacht. Ja, was der hier halt drin hat, ist hauptsächlich, wo sind die ganzen Pins, ein paar Zeiten merken und ja, was er dann macht, sind im Prinzip drei, vier Sachen. Das erste ist, er guckt nach, wurde der Buzzer gedrückt, wenn ja, reagiert er entsprechend. Das zweite ist, wie sieht aktuell die Rückmeldung von meinem Headset aus? Das heißt, die LED für Mute beim Headset, ist die an oder aus? Je nachdem, was die Headset-LED sagt, wird dann die Ampel entsprechend da auf Rot oder Grün geschaltet. Rot heißt, Aufnahme läuft. Grün heißt, momentan kann man lästern, ohne dass es jemand merkt. Und ja, last but not least natürlich die Umschaltung hier drin. Das heißt also, wenn ich hier drücke, wird entsprechend umgeschaltet am Headset zwischen Mute und nicht gemutet. Außerdem habe ich im Moment noch drin, irgendwie, dass er so einmal die Sekunde die ganzen internen Werte ausgibt, so zum Debugging. Das ist das, was ihr jetzt hier unten seht. Und vielleicht ist euch noch aufgefallen, es gibt hier noch etwas und zwar Momentary. Und zwar habe ich einen Doppelklick implementiert. Momentan ist es so, wenn ich jetzt hier rede, ist alles okay. Wenn ich drücke, ist es auf Mute und wenn ich nochmal drücke, dann geht es entsprechend hin. Also wieder zurück in den Aufnahmemodus. Ich habe aber wie gesagt noch einen Doppelklick. Wenn ich den mache, schaltet er den Modus um. Und jetzt ist der Modus ein bisschen anders und zwar, solange ich gedrückt halte, kann ich reden, aber sobald ich loslasse, ist das Ding wieder weg. Das heißt also, ich habe jetzt so eine Art Push-to-Talk, das ist in einigen Konferenzsystemen und so natürlich auch eine ganz schöne Sache. Eine Sache gibt es noch und zwar ist euch eventuell aufgefallen, wenn ich hier auf Record gehe, dass die LED relativ langsam umspringt, die Ampel. Also wenn ich jetzt auf Mute gehe, so, wenn ich drücke, hat man aber jetzt gesehen, dann geht es entsprechend, dauert so 200, 300 Millisekunden oder was waren es? Ich glaube 750? Nee, 500? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ups, es dauert jedenfalls einen kleinen Moment, bis das der entsprechend umspringt und dann die rote Lampe anzeigt. Das ist ein Problem hier mit dem Headset und zwar dieses Headset hier, das hat das anders als die anderen Headsets, die ich kenne. Der hier hat nämlich keine LED, die
leuchtet für Mute und aus ist für Unmute, sondern hier dieses Headset, was ich hauptsächlich aktuell benutze, das hat stattdessen eine durchgehend leuchtende LED für Hallo, ich bin am Aufnehmen, ergo rot. Wenn er auf Mute ist, dann blinkt die aber. Das heißt, die geht die ganze Zeit an und aus. Entsprechend musste ich hier in meinem Code so ein bisschen rumhantieren. Wo ist es? Genau, hier ist es mit so ein bisschen Timer, Fu. Und zwar achtet er darauf, dass entsprechend die LED mindestens 500 Millisekunden lang an ist, bevor er sagt, okay, das ist jetzt Rekord, weil wenn es gemutet ist, blinkt es halt auch, dann ist er auch zwischendrin an und dann würde halt die Ampel die ganze Zeit hin und her gehen. Das muss natürlich auch nicht sein. Ja, wie gesagt, das hier ist jetzt eine Lösung, die greift in die Elektronik vom Headset direkt ein, hat den schönen Vorteil, dass es halt egal, wo ich es anklemme, funktioniert. Das heißt also USB-Stecker rein oder jetzt gerade halt zwei USB-Stecker für die Elektronik und so. Und schon klappt meine Ampel, schon klappt mein Button und ich kann jederzeit mir das Ganze muten und entmuten, wie ich das gerne haben möchte. Hat allerdings natürlich den Nachteil, keine Integration in Software bedingt. Also es gibt schon ein bisschen Integration. Und zwar, wenn die Software dem Headset sagt, entmute dich mal und das Headset springt von Mute auf Entmute oder andersrum, dann kriegt das meine Elektronik mit und wenn ich das nicht hier drüber gemacht habe, sagt die, lass mal, wir gehen jetzt mal wieder auf den vorherigen Zustand und drückt entsprechend dann diesen virtuellen Mute-Button. Das funktioniert also schon, aber man kann jetzt nicht irgendwie in die Software noch integrieren. Ist technisch natürlich möglich. Ich meine, wir sehen es ja hier auf dem Bildschirm. Wir haben hier unsere serielle Ausgabe, also die Verbindung zum PC steht. Ich habe eine serielle Verbindung da schon da. Das heißt, da kann man relativ simpel irgendwie ein Skript hinten dran machen, was dann Mute und Entmute dann systemseitig macht. Hat den Vorteil, dass manche Software das dann entsprechend anzeigt oder ähnliche Sachen macht, den anderen Teilnehmern. Allerdings auch der Nachteil, wie gesagt, unter Linux relativ einfach, PavuControl unter Windows. Nee, das sieht mir ein bisschen zu kompliziert aus. Man kann sich natürlich mal ein bisschen umgucken. Es gibt ja diverse Stream Decks und solche Sachen, die so Funktionen auch schon drin haben. Gibt es bestimmt irgendwo Code, den man sich da borgen kann für seine eigenen Sachen. Aber da ich relativ viel zwischen Windows und Linux und so hin und her wechsle, ist die Hardware-Lösung für mich sowieso besser. Und ja, die habe ich jetzt hier. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch hier mit Kabel. Könnte man auch wireless machen, aber ganz ehrlich, lieber ein Kabel mehr auf dem Tisch, als irgendwie die ganze Zeit Batterien am Tauschen. Und ja, offensichtlich kann ich jetzt hier wunderschön sprechen und jederzeit muten und damit tut das Ganze, was er soll.